Hallo zusammen, das ist Ike Weiss. Das ist Patrick Gorison. Wir befischen diese Woche den wunderschönen Heimel Lake. Liegt in Zentralfrankreich, hat circa 10 Hektar mit 11 Stellen am See. Wir haben diese Woche das Glück, wir dürfen alleine hier fischen. Wir haben die Chance bekommen, um dieses Video für euch zu machen. Ja, was bis jetzt geschehen ist, werdet ihr im Nachlauf mit Sicherheit mehr als genug und ausgiebig sehen. Also wir sind einfach sprachlos, was uns bis jetzt hier erwartet hat. Ich kenne den See aus einer Session aus dem Oktober heraus. Da war ich mit meiner Familie hier. Da hatten wir schon wunderschöne Fische hier fangen können. Aber allein auch die Umgebung und auch die Gastgeber bzw. Seebetreiber Tracy und Andy sind einfach unbeschreiblich freundlich, nett. Es gibt kein Ding, was die uns nicht erfüllen. Also jeden Morgen, jeden Mittag kommt Tracy vorbei, fragt, ob wir irgendwas benötigen, ob irgendwas fehlt, ob sie uns irgendwie was besorgen kann oder sonstiges. Es gibt hier Duschen, Toiletten. Die Autos stehen relativ nah dabei, also wir haben jetzt nicht wirklich weit bis zum Auto. Die Sicherheit ist hier mehr als gegeben, also hier ist noch kein Mensch gewesen. Mir ist auch nicht bekannt, dass hier mal irgendwas passiert ist. Ja, und alles Weitere, vielleicht kann Ike ja mal einen kleinen Einblick schaffen. Ja, es ist also eine schöne Flachlandsee. Die halt so sind mit ziemlich flacher Stelle und etwas tieferer Stelle. Ich sitze hier im tieferen Bereich, der Patrick und der Dominik, die sitzen hier im flachen Bereich. Flach sprechen wir von Stelle zwischen 0 und 1 Meter. Ich habe jetzt eine Rute auf 80 cm Lie, wo schon produktiv war. Schauen wir mal, was die ganz flache Zone hier beim Dominik so noch bringt. Also wir denken, dass unter der Woche jetzt das Wetter aufklart und dass wir dann noch mehr die Fische ins Flache kriege. Ja, es ist wunderschön, die Umgebung ist schön, man guckt auf alte Fachwerkhäuser hier, grüne Wiese, Felder, eigentlich alles wunderbar. Eine kleine Straße führt vorbei, aber die ist eher ganz sporadisch befahren, also auch nicht stören, also Ruhe pur. Die Ställe sind schon angelegt. Ja, Fische waren bis jetzt auch nicht verkehrt, oder? Er lacht, ihr werdet noch sehen, warum. Nein, wir wollen nichts vorwegnehmen, aber es war bis jetzt halt schon sehr, sehr, sehr ja, außergewöhnlich, sagen wir es mal so. Patrick war ja schon mal hier, er kann das dann beurteilen. Nicht jede Session läuft so nach Plan, aber die hier läuft bis jetzt über Plan, sagen wir es mal so. Von dem her gesehen, wir wünschen euch dann im weiteren Verlauf noch sehr viel Spaß. So, jetzt zeigen wir euch mal das gute Stück, der erste Fisch am Heimel Lake. Ich denke so 17, 18 Kilometer haben wir, gewogen haben wir noch nicht. Aber wie ihr seht, ein absoluter Traumfisch. Wunderbar, sehr kampfstark, agil, massiv, so wie man sich's wünscht. Very wonderful. Ja, hallo zusammen. Wie Ike gerade schon gesagt hat, sind wir jetzt endgültig mit dem kompletten Team hier am Heimel Lake eingetroffen. Ich habe die ersten zwei Nächte noch alleine hier gefischt, da ich die Vorwoche am Buster's Lake verbringen durfte und haben auch ein Videodreh mit 12 Feet. Die ersten Tage waren sehr wechselhaft vom Wetter her, also von Sturmböen bis 90 km/h über Dauerregen bis zu Sonnenschein, jetzt gerade totale Frühlingstemperatur,
Wassertemperatur habe ich begonnen mit knapp 15 Grad, waren zwischenzeitlich bei 11 Grad. Jetzt ist sie langsam wieder auf dem Weg nach oben. In der ersten Nacht hatte ich das ultimative Glück, direkt einen der Topfische fangen zu können mit knapp 28 Kilo, den wir euch mit Sicherheit im Anschluss hier irgendwann einblenden werden. Heute Morgen, in den ersten Morgenstunden, die Sonne ging gerade auf, kam der Kollege hier noch vorbei. Also momentan können wir uns absolut nicht beschweren nach dem Fisch von Eik gerade, diesen Mega-Beauty. Versuche ich euch einfach den Fisch mal zu zeigen hier. Makelloser Fisch. Ultra kleiner Kopf, aber riesen Paddel. Also Wahnsinn für die Größe von Fisch. Danke, Welt. Ja. Eine Woche kann einfach schlechter beginnen. Ne? Wir hoffen jetzt auf das konstante Wetter, was wir gerade hier vorfinden. Und hoffen einfach, die Fische genau zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Futterstrategie abfangen zu können und euch vielleicht noch den einen oder anderen Fisch in diesem Video präsentieren zu können. Also man erwünscht sich ja immer vieles von so einer Tour oder einer Session. Erstens Spaß mit guten Freunden zu haben, ein paar gute Fische zu fangen. Wie gesagt, ich hatte im Vorfeld halt schon das Glück, dass ich zwei Nächte hier sein konnte, einen der Topfische fangen. Ab jetzt fischen wir immer Lauf auf Lauf. Deswegen hatte ich jetzt gerade das Vergnügen, ja, an Eik seiner Route einen Fisch fangen zu dürfen. Nachdem der Eik vorhin schon mit dem Beauty mehr als vorgelegt hat, also da waren wir schon komplett over the moon, ist gerade der Fisch rausgelaufen. Und wenn ich euch den zeige, der absolute Hammer. Wir haben ihn noch nicht gewogen, aber wir schätzen mal gut über 20 Kilo. Und dann bei der Optik, absolut der Wahnsinn, absolut. Eine Zeile mit über 20 Kilo. Geil, da kann so eine Woche gar nicht starten. Ich bin gespannt, was da die Woche noch kommt. Super geil. Und wenn ihr meint, die eine Seite war schon geil, die andere Seite steht in keinem Fall großartig nach. Zwar nicht die perfekte Zeile, aber ein mega Schuppenbild. Heimel Lake. Ja, ohne Worte. Frühlingsfischen, besser geht's einfach nicht. Die Temperaturen gehen hoch, wir haben Kaiserwetter. Und dann solche Fische, absoluter Wahnsinn. Die Taktik mit dem etwas mehr Futter auf der Plätze zahlt sich voll aus. Die Fische laufen so langsam auf die Futterplätze. Wir fangen gute Fische vom Stückgewicht her. Eben gerade wieder die Route abgelaufen. Wie gesagt, der Wahnsinn nimmt kein Ende. Wir sind ja erst der erste Tag hier. Schaut euch mal an, was da zum Vorschein gekommen ist. Auch prächtige Schuppekarpfe gibt es hier zu fangen. Einwandfreier Fisch, makellos.
keine Schramme im Maul. Nirgends. Wunderbar, gut genährt. Was will man mehr? Spitze Angelrei hier. Ich zeig's euch nochmal, wenn er mitmacht, der Bursche. Oh, komm, noch einmal, Baby. Dann geht's zurück. Very nice. Hallo, zweiter Tag, eiskalt die Nacht, alles gefroren, jetzt kommt die Sonne raus, Wasser wärmt sich wieder langsam auf, die Fische scheinen voll auf dem Futter zu stehen. Allein die kleine Zeit, wo man jetzt halt im Kescher verbracht habe, bis man alles vorbereitet habe zum Fotografieren, zum Filmen, es waren vielleicht 5 Minuten, hat er schon die Boilies, auf gut Deutsch gesagt, in das Netz gekackt. Von dem her gesehen, alles top. Die Fische sind am Fressen, sind auf der Plätze. Ich denke, dass heute, wenn das Wetter so bleibt, das Wasser ruckzuck 2-3 Grad nach oben geht und wir dann auf jeden Fall noch weitere schöne Traumexemplare fangen können. Heute Nacht hat es schon richtig gerappelt. Also wir sind jetzt 2 Tage hier mit kompletter Mannschaft. Patrick hat ja schon einer vorgelegt, wo wir noch nicht da waren, aber der Fisch gestern Nacht. Also es wird immer krasser. Von dem her gesehen, geht er jetzt wieder zurück ins kühle Nass. Geiler Fisch, makellos. Bis demnächst. Zu unserem Vorgehen diese Woche, aus einer Folgensession, wie bereits erwähnt, aus dem Oktober, war mir eigentlich schon bekannt, dass der See auch unter anderem Katzenwälse beherbergt, die natürlich gerade für uns Karpfenangler ja, im Laufe einer Session doch zu extremen Plagegeistern werden können. Deswegen hatte ich auch im Vorfeld, wo wir die Session geplant haben, zu Eike gesagt, er möchte bitte Tigernüsse mitbringen, da ich ja schon unterwegs gewesen bin und ja, das Ganze ein bisschen vorbereitet haben wollen würde. Jedoch im Laufe der ersten Tage hat sich rauskristallisiert, dass die Katzenwälse einfach noch nicht akut unterwegs waren, weil die Wassertemperatur einfach durch den Regen, durch den Sturm von anfänglichen 14 Grad wieder auf 11 Grad runtergegangen sind. Und so konnte man eigentlich den Anfang erstmal relativ normal beginnen. Ich hatte eigentlich meine 4 Routen so aufgeteilt, dass ich gesagt habe am Anfang, ich mache 3 Stück mit Fallen, um erstmal überhaupt einen Überblick zu bekommen, wo die Fische gehen. Ich habe mit einer Futterluke voll Hanf, eine Handvoll Boilies, erstmal 3 Routen wirklich weitläufig im See verteilt und wollte meine 4. Route so positionieren, da habe ich gezielt einen Hookbait drauf gemacht, der auch wirklich mal was länger liegen bleiben kann und habe da auch, ja, ich denke mal, Futtervolumen vom Futterboot wird so 3-4 Kilo sich belaufen und wollte die eigentlich länger liegen lassen. So war der Ursprungsplan. Ja, wie es dann meistens so kommt,
genau der Plan ist einmal über den Haufen geworfen worden, weil genau die Route, die ich eigentlich für den in Anführungszeichen Großfisch liegen haben wollte, die lief dann halt am ersten Abend gleich viermal hintereinander ab und meine Fallen, die ich gestellt hatte, funktionierten eigentlich überhaupt nicht, also da tat sich überhaupt nichts drauf. So, und dann bin ich mehr oder weniger hingegangen. Am zweiten Abend kamen ja dann Dominik und Ike und habe halt das Geschehene bzw. die Erfahrung auch direkt so kundgetan und habe halt gesagt, okay, wenn wir die Routen auslegen, dann halt lieber mit viel Futter. So, und dann haben wir halt begonnen. Die zwei haben ihre Sachen soweit aufgetackelt, aufgebaut. Und dann haben wir halt mit dem Futterboot die Montagen rausgebracht. Ja, und dann haben wir halt pro Route wirklich dementsprechend auf Futter eingebracht. Und dann... Und dann gut funktioniert. Ja, nahm das Ganze eigentlich seinen Lauf. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr gerade sehen konntet, wir waren gerade, haben uns nach getrunkenem Kaffee bei uns hier versammelt. Da ist Ike seine Route wieder abgelaufen mit diesem wunderschönen Spiegler, den wir euch gezeigt haben. Ja, kurze Zeit davor ist dann mal wieder eine Route von mir abgelaufen. Nach kurzem, aber unspektakulärem Drill. Wir haben eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass es jetzt der ultimative Fisch sein könnte, weil er vom Drillverhalten halt sehr, sehr bescheiden war. Aber wo der Fisch sich das erste Mal an der Oberfläche gezeigt hat, trat auf einmal kooperative Hektik auf. Dominik, der Kameramann, wurde auf die Schnelle mal eben zum Casherboy degradiert. Und also es war einfach, der Fisch kam hoch. Ich sah nur diverse Schuppen und mir war klar, da hängt was ganz Besonderes an der Route. Dass es so besonders werden sollte, war mir also im Vorfeld auch nicht klar. Fisch gecashert, Fisch in die Abhackmatte. Und was dabei rausgekommen ist, also ich bin jetzt seit gut 10 Tagen unterwegs, habe etliche große Fische fangen dürfen. Aber das, was hier drin liegt, übertrifft nochmal alles, was wir uns jemals erwünscht hätten. Also selbst die Seebetreiberin hat gesagt, die kennt diesen Fisch nicht. Also ist auf jeden Fall ein Fisch, der auch sehr, sehr selten gefangen werden muss, gerade in der Größe. Ja, aber genug der Worte. Ich versuche euch den einfach mal zu präsentieren. Und seht selbst. Unfassbar. Was für ein Hammerfisch. Also allein die Länge und diese Erscheinung. Unfassbar. Also ich glaube, wir haben die Woche bis jetzt schon so gerockt. Also alles, was jetzt noch kommt, man sagt ja immer so schnell, ist Bonus. Aber definitiv, jetzt kommt nur noch der Bonus. So geil. Und wenn ihr denkt, die eine Seite war schon ultimativ, dann kommt jetzt die Perfektion eines Zeilers. Schöner kann man sie sich nicht malen oder schöner können sie einfach nicht sein. Also in Form und Größe der Schuppen einfach nur geil. Der absolute Wahnsinn. Das Highlight der bis jetzt abgelaufenen Zeit. Also alles, was man sich so erwünscht, wie, ne, es wurde ja auch schon oft jetzt angesprochen, eine coole Zeit mit geilen Leuten, schönes Essen, viel Spaß, gute Fische und dann so ein Fisch, mehr geht nicht. Wir haben gerade unser gemeinsames Grillen vollzogen.
der erste Abend, wo das Wasser wirklich komplett wie ein Spiegel liegt, also keine einzige Welle da drauf ist, und uns aufgefallen, dass die Fische gerade im Gegensatz zu den Abenden davor sich wirklich sehr aktiv an der Oberfläche gezeigt haben. Und gerade durch Zufall habe ich meine Kopflampe angemacht und da ist uns aufgefallen, die ganze Wasseroberfläche ist schneeweiß. Also irgendwas ist heute aufgrund der warmen Temperaturen an Eintagsfliegen, Mücken, irgendwelche Larven sind heute über Tag geschlüpft. Und wir denken und wir vermuten, dass die Larven einfach, die Fliegen jetzt gerade am Hochsteigen sind und die Fische sich die gerade im Freiwasser beziehungsweise von der Oberfläche holen. Wie gesagt, wenn man sich das ganze Schauspiel einfach mal auf dem Wasser anschaut, das ist der absolute, wirklich unfassbar. Also es wimmelt hier, als wenn Milliarden von Ameisen über den Boden laufen würden. Also das ist unfassbar. Und wir gehen einfach gerade davon aus, dass die Angelei dadurch auch etwas ruhiger geworden ist, weil die Fische so viel natürliche Nahrung vor sich haben und die gerade gar nicht auf unsere Boilies angewiesen sind. Mal sehen, was die kommenden Tage noch so bringt. Aber die ganze Angelei ist gerade auf jeden Fall nicht wirklich einfach. Wie ihr gestern Nacht gesehen habt, ist irgendwas in der letzten Nacht passiert im Wasser. Irgendwelche Larven sind geschlüpft. Das Wasser war voll, ein Teppich von Zentimeter, voll mit ganz kleinen Mückchen oder Larven, keine Ahnung. Patrick, hast du auch noch nie gesehen, sowas, oder? Nee, in dem Ausmaß. Nie. Also war am Ende des Tages im Dunkeln werden, konnte man noch nichts ahnen, aber wo es wirklich gerade dunkel war, piepte Ike seine Rute ein, zweimal, Kopflampe angemacht und man hatte echt ein Gefühl, als wenn so eine Eisschicht auf dem Wasser gewesen wäre. War schneeweiß und komplett am Kochen. Ja. Die Fische haben sich dann gezeigt. Wir haben uns doch gewundert, warum die Fische auf einmal so aktiv sind an der Oberfläche, weil das recht untypisch ist jetzt für den See. Auf jeden Fall seit wir hier sind. Naja, und heute Mittag wollte der Herr Gorissen, also knapp vor Mittag, nochmal die Rute frisch kontrollieren und siehe da. Ja, manchmal ist es gut, wenn man ein bisschen langsamer ist, oder? Ich bin eigentlich quasi gerade zu meinen Ruten gegangen, habe die erste Rute eingekurbelt, habe die hinter mich an meinen Stuhl gestellt und mit denke ich, was hörst du denn da hinten im Hintergrund für ein Piepen? Ja, und drehe mich um, da rannte dann die zweite Rute, die ich quasi 10 Sekunden später hätte eingekurbelt. Die hat dann mal eben einen schönen Vollrand hingelegt. Und der Kollege hier ist noch ein bisschen ungeduldig. Der Kollege war am Ende des Tages das Ergebnis der ganzen Aktion. Der Wetterwechsel steht jetzt kurz bevor. Also man sieht halt auch, die Sonne ist weggegangen. Wir sollen jetzt in den kommenden Tagen wieder extrem fallenden Luftdruck kriegen mit Regen, mit Wind. Und das ist genau das, wo wir noch drauf hoffen auf die letzten Tage. Der Luftdruck ist jetzt im Laufe der letzten 10 Tage wirklich Achterbahn gefahren. Also wir haben irgendwo gestartet mit knapp bei 1000, sind denn jetzt hochgeschossen bei knapp 1030. Und er soll sich in den kommenden Tagen jetzt wieder einpendeln, so bei knapp über 1000. Und wir hoffen einfach mal, dass die vorgefütterten Plätze, die wir jetzt die ganze Zeit beangelt haben, jetzt halt wirklich zum Tragen kommen und die Fische so langsam aber sicher dann auf die Futterplätze einlaufen. Ich versuche euch den einfach mal zu präsentieren. Wenn er denn mitmacht. Richtig geiler Fisch. Mal eine komplett andere Form wie die Fische, die wir bis jetzt hatten. Etwas kürzer.
dafür nicht minder schwer das Ganze. So kann es weitergehen. Ja. Ja, ewe ist der erste Regenschauer gekommen, so kleine. Da habe ich gedacht, komm, ich gehe mal zu meinem Platz und mache mal alles ein bisschen regenfertig. Immer noch philosophiert, ewe über den Luftdruck. Und siehe da, die Route ist krumm. Bis jetzt haben wir immer, also bei mir auf der Route habe ich Pop-Up-Montage geangelt die ganze Zeit, auch wegen Katzewälse und so ein Kram und Krebse. Heute Abend werde ich das erste Mal umsteigen, auch nachts, auf Schneemänner, Bodeköder. Und dann gucken wir mal, weil ich denke, hier gerade jetzt bei dem Wetter, dass die Futterplätze jetzt angenommen werden und die Fische dann jetzt eher aufs Futter laufen, wie eben so Pop-Up-Schlürferei, wenn die nicht richtig fressen wollen oder so. Dann ist Pop-Up immer so schön die Waffe, um den, vielleicht der gar nicht fressen will, aber trotzdem einer zu überlisten. Aber man hat gesehen, im Kescher haben die sofort schon angefangen, die verdaute Boilies auszuscheiden, von dem ich sehe, die sind am Fresse mit dem Mücke-Fiasko vielleicht kurz unterbrochen. Jetzt schauen wir mal, was die nächsten zwei Tage noch bringt. Ich zeige euch gleich den Fisch. Ich hoffe, ich kann ihn sicher landen und dann sollte das ein schöner Fisch sein für euch und für mich natürlich. Sehr Schuppen! Sehr Schuppen. Geil. Was soll wieder so ein Koffer wie vorhin der? Gefürcht. Ja, ich will Schuppen oder gell? So, wie ihr seht auf der Matte, es ist hektisches Treiben, war eben angesagt. Ich habe eben gerade den Fisch gedrillt, mir war alles vorbereitet, um euch den Fisch zu präsentieren. Und siehe da, lief die nächste Rute, also der Luftdruck scheint ihr Übriges zu tun. Ja, also die Vermutung, die wir hatten, dass mit dem fallenden Luftdruck die Fische einfach wieder auch das Fressen beginnen, scheinen seit heute Mittag wieder Realität zu werden. Also wir kommen langsam wieder auf die Spur, die wir haben wollten. Ich war jetzt gerade eigentlich als Kameraboy degradiert. Stand im Hintergrund, ja, und wo Dominik und Ike den Fisch hier gerade präsentieren wollten, lief die nächste Route ab. Ja, die zwei Fische wollen wir euch einfach mal zeigen. Ne? Ja. Das sind die zwei Plachtexemplare. Schubi und Spiegler. Wunderbar. Einwandfrei, makellos. Der will noch nicht so richtig, der Bur. Aber das kriegen wir schon hin. So, wunderbar. Ja, so langsam frischt der Wind jetzt auch wieder auf, also die Wetterprognose scheint voll zuzutreffen. Ab 17 Uhr ist hier der Wetterumschwung angedacht. Es läuft. Ja, schauen wir mal, was noch kommt. Ich denke, mit dem Luftdruck und unserer Futtertaktik können wir schon noch schön was belegen. Sind wir auf dem richtigen Weg. Auf jeden Fall. Hier nochmal in voller Pracht. Wunderbarer Bursche und ein schöner langgezogene Schubi, kampfstark, wunderbar, so soll es sein. Heimel Lake, wunderbar. Ja, wir sind kurz vor dem großen Sturm. Wir waren gerade mit unserem Barbecue beschäftigt. Sogar fast fertig. Ich habe noch gedacht, hoffentlich beißt jetzt während dem Barbecue keiner, weil der Tag über war es recht ruhig. Haben wir uns echt mehr erhofft durch das Wetter und den Luftdruck und alles. Aber es ist noch nicht alle Tage Abend. Das hat ja dann noch geklappt. Und wir sind ja eigentlich jetzt also in der heißen Phase, würde ich sagen. So von 17 bis morgens um 5 ist immer sehr gut die Beißzeit. Dann wird es ein bisschen zäh. Aber es hat ja geklappt. Schaut euch an. Wieder ein sehr, sehr geiler Fisch. Extremst hell. Ein komplett anderer Fisch.
von der Farbe her. Die anderen waren alle sehr farbintensiv. Der ist recht hell, aber nicht weniger imposant. Ganz im Gegenteil. Richtig nice. Da hast du an die 18, 19 Kilo Druckhumme. Vielleicht sogar 20. Der ist schon gut massiv, Junge. Schöner Bauch. Richtig geil. Schauen wir mal, was vor dem großen Sturm noch alles passiert. Wir sind dabei. Fahren jetzt die Route nochmal neu. Und dann machen wir das Barbecue fertig. Social ist auch immer sehr wichtig. Aber guckt es euch an. Wunderbarer Fisch. High Mill Lake. Richtig geil. Also ich war auf jeden Fall nicht das letzte Mal hier. Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wie ihr sehen könnt, der Wind hat dramatisch zugenommen. Also wir erwarten jetzt heute wirklich, die Wetter-Apps sind sich noch nicht ganz schlüssig, aber irgendwo zwischen 80 bis 90 km/h in den Abendstunden. Der Luftdruck ist wie erwartet jetzt anscheinend komplett in den Keller gerappelt. Aber den Fischen scheint es mehr als gut zu gefallen. Also wir hatten die Nacht jetzt... Ein Lauf hinten bei Dominik und mir, der hat sich aber leider direkt nach, also beim Laufen hat er sich verabschiedet. Dann haben wir vorhin nochmal die Route frisch gemacht, ja, und die Route hat keine halbe Stunde gelegen. Da kam der Fisch hier raus. Wieder ein Fisch, unfassbar. Also ich war halt schon im Vorfeld mir relativ sicher, dass der ein oder andere wirklich Beauty hier drin rumschwimmt. Aber das, was hier gerade passiert, also kann man einfach nicht beschreiben. Also da ist ein Fisch schöner wie der nächste. Zwar nicht der allergrößte, aber ich glaube, wenn ihr den seht, bei dem Schuppenbild spielt die Größe absolut keine Rolle. So ein geiler Fisch. Mehr geht einfach nicht. Auf zum nächsten. So, das Tiefdruckgebiet ist bald da, also der richtige Sturm mit 90 km/h Windböe. Aber wir haben uns entschlossen, das durchzuziehen, oder Patrick? Ja. Weil die Fische wären nicht minder hässlicher, eher schöner. Wie gesagt, wir sind nur einmal hier, es sind 850 km Fahrt. Das sollte man jeden Tag ausnutzen. Von dem her gesehen, bleiben wir noch bis morgen. Und wie ihr seht, beim Patrick eben gerade gesehen habt und bei mir, also, man kann den Tag schlechter beginnen. Ja, wie ihr sehen könnt, Wetter ist ziemlich ungemütlich geworden. Wir hatten uns gerade, ja, dem Wind so mal aus dem Weg zu gehen, bei uns in der Hütte versammelt. Und da ich halt der glücklichejenige Welche war, der jetzt an der Reihe war, ist gerade die Route von Ike abgelaufen. Fish on!
Ja, wie ihr sehen könnt, unsere Zelte sind bereits eingepackt. Wir sind auf dem Weg quasi die Routen einzukurbeln. Und just in diesem Augenblick, wie es diese Woche des Häufigeren war, sind nochmal zwei Routen abgelaufen. Für uns geht eine super geile Woche zu Ende mit extrem kammstarken, wunderschönen Fischen. Nochmal einen speziellen Dank auch an Tracy, die diese Woche uns ermöglicht hat, und auch an Jerome von The Carp Specialist. Also für uns persönlich, ich glaube, da spreche ich für uns alle, ist der Haime Lake ein wunderschönes Gewässer, wo man immer ja auch mal für als Geheimtipp mehr oder weniger. Also der See ist mir auch vorher nicht wirklich bekannt oder uns bekannt gewesen. Der kam halt so ein bisschen durch Zufall zustande. Aber wenn ihr was suchen solltet, wo ihr wirklich Ruhe, Natur und kampfstarke, wunderschöne Fische haben wollt, schaut euch den Haime Lake an. Ich glaube, da werdet ihr alle auf eure Kosten kommen. Definitiv. Sehr schöne Stelle, schöne Natur, auch schöne Flecke, um schöne Bilder zu machen hier. Sehr naturbelassen, außer die Stille natürlich so angelegt, wie halt in England es so ist, dass man halt schön bequem zwei Biwis draufstellen kann. Also wunderbar. Wie gesagt, auch eine mit Hütte oder zwei mit Hütte, ja, wenn man das möchte. Ne? Ich bin eher der Zeltangler, aber naja, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Wunderbar, kann man nichts anderes sagen. Ne? Jetzt wollen wir mal. Wie gesagt, eine grandiose Woche, neigt sich damit dem Ende. Versuchen euch die Fische jetzt noch mal eben zu präsentieren. Ja, und da sind die zwei Fische aus dem letzten Vollrun, den wir gerade hatten. Eine absolut geniale Woche geht zu Ende. Wir bedanken uns bei allen und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Auf jeden Fall auch von mir. Haime Lake, echt eine Empfehlung. Wunderbar. Schaut es euch mal an. Der Carp Specialist, wunderbar.